Ja, herzlich willkommen dann zu einer neuen Lektion Java für Asien TG. Das kann ja, will man nur PGCD, will man aus dem PPCM-Algorithmus nähern. PPCM, plus petit comme Multiplikator. Ja, und du hast dann den ersten Trick auch eine Methode zu finden, durch Rundtasten, ähnlich wie wir bei PGCD gemacht haben. Und muss man per Hand probieren, aber man den zwischen den Spielern und einfach. 3 und 2. 3 und 2. Den hast du nicht groß. Okay. 3 und 2. Was hast du gemeint? Den größten. Nein, den kleinsten. Den kleinsten. Das gibt es nicht. Das ist den kleinsten gemeinsamen Multiple. Ja. Und, das ist für den Multiplikator genannt. Nein, das ist der Multiple. Ja, okay. Was froh ist, stellt, kann die schon bei 2 aufhängen? Kann das in 2 sein? Nee, es kann nicht 2 sein, weil wenn es den kleinsten gemeinsamen ist, dann muss 3 jemand am Spiel sein. Ja, da wissen wir schon, wo wir aufhängen können. Also den dort holen wir als Startpunkt. Okay, wie machen wir das? Hier sind dann nun schon die Resultate. 3 und 2, ja, was für dich, was geht jetzt? Ja, das ist vielleicht interessant. Intuitiv wissen wir schon, das geht 6. PPCM als 6, okay. Ja. Da muss man dann gucken, was wir da ticken. Na, wir rechnen das allgemein, das schließt sich noch nicht unbedingt direkt mehr. Was kann ich machen? Ja, ich weiß es, dass... 12 muss mir groß wie 3 sein. 12 muss mir fängt bei 3 an und muss irgendwie mir groß gehen. Okay, also wollen wir 3 testen. Ja, wie testen wir? Am Anfang muss man den PPCM holen, dann Tisch 3. Aber dann delen wir einmal durch die erste 12. Mal gucken, der Rest von der ersten Division. Tisch 3 geteilt durch 3. 3 geteilt durch 3. Und der Rest ist dann dem von 0. Der Rest ist... 0, das ist nur ein Multiplikator von dem. Okay, dann testen wir die 2. 3 geteilt durch 2. 3 geteilt durch 2. Ja, du hast recht, nicht 0. Und da wissen wir, okay, dann hast du kein Multiplikator, das können wir dann nicht gebrauchen. Mhm. Und dann gehen wir einfach die nächste 12 sichern. Die nächste 12, 4. Zählen wir durch die erste 12. Zählen wir durch die große 12, genau. Und der Rest ist verschieden von 0. Richtig. Und 4 geteilt durch 2, Rest aus 0. Das ist also ein Multiplikator. Mit denen haben wir nicht. Ja, den anderen also nicht. Okay. Das müssen wir noch nicht front. Dann gehen wir weiter. Die nächste 12. Ja. 5 geteilt durch 3 als der Rest aus Maschine von 0. 5 geteilt durch 2 ebenfalls. Okay, die schließen wir aus. Ja, war sehr. Hallo, kannst du die nächste 12? So, 6. Geteilt durch 3. 3. Ja, der Rest aus 0. 6 geteilt durch 2, reicht aus 0. Voilà. Okay. Tun wir fort. Wir könnten noch können zum Beispiel 2 davor. Und das aus der PPCM, genau. Ja. 12 ist auch durch 3 dehlbar. Ja. 12 ist auch durch 2 dehlbar. Das ist der kleinste. Das ist aber nicht der kleinste. Dafür ist die heutige Methode, wenn wir beim größten 12 aufhängen, das fange ich bei der größten 12 aufhängen, und ich stehe dann einfach ab. 3, 4, 5, 6. Da muss ich die kleinste finden. Da fand ich die kleinsten, sobald ein Dehlbar ist. Wir sind irgendwo gezwungen, für die kleinsten, die 2 Multiplikatoren, den Multiplikator von denen 2 Zwölfen aus. Die fanden wir. Ja, das heißt, wie lange lebt das Ding maximal bei Heuweil oder eben so ein Fall? Die 2 Zwölfen man multipliziert, geht auf alle Fälle Multiple von denen 2. Spätestens dann haben wir Fund. Spätestens dann haben wir Fund. Das an der Schmühlbrauch noch nicht extra zu denken, irgendwann finden den. Herr Nur schon immer bemerkt, so am Java, das ist ein mathematischer Computer, da ist es möglich, dass den Int zum Beispiel zu klein ist. Dass man den dann. Wenn es schon Zöllen und die schon nur dabei sind. Wenn schon Zöllen zu groß sind, dann ist es möglich, dass ein Algorithmus nicht funktioniert, weil dann einfach Zöllen zu groß geht. Okay. Das ist das Problem, das wir hier einfach ausschließen. Ja. Weil das. Weil okay, Big Integer reicht. Voilà. Okay, gut. Voilà, probieren wir dann den zu programmieren. Selbst das Prinzip: a public, ein ganz Zöller rum, compute. Auf Englisch ist das ein LCM, Lowest Common Multiplier. Das ist auch ein Search-Algorithmus. Wir sichern den ja. Wir machen mathematische Berechnung. Zellwürst als 2 Parameter. BB. Voilà. Ich will die kleine Block holen. Zellwürst Prinzip. Int LCM ist gleich 0 momentan. Ich weiß noch nicht, was da rauskommt. LCM. Voilà. D'accord? Wir haben, wie bei dem anderen. Ups, das war die falsche Knöpfchen. Da. Wir fangen dann heute mit einer 12, 3, 4, 5, 6.
das ist auch ein Schleif. Ja, und das ist im Fall sogar ein ganz einfacher Schleif. Das geht hier mal rauf, genau. Das ziehen wir ganz hier rauf. Ja, das gemeint ist das Bedingung zu geben, einfach. Ja, nicht unbedingt, das ist selbst. Ja. Ziemlich selbst. Ziemlich selbst. Voilà. Da denke ich, wird so als Variable, wenn ich schon rum den LCM. Wie viel drum beim GCD hat man ja, das auch schon. Bei den Ziel drauf, ja. Schon immer die Variable, mhm. Brauche ich kein extra Variable. Nun ja. Könnt ihr froh, was könnt ihr hinter als Anfangswert für Eisen? Ja, das hast du dafür beim Beispiel gesehen, und das war die Größe von den zwei Zöllen, ja. Voilà. Die Größe von den zwei Zöllen. Die Größe von den zwei Zöllen. Und da hat das dann statt dem Minimum oder dem Max. Mit Max. PA. PP. Ganz einfach. Vielleicht hast du einen kleinen A da dran. Einen A schon. Voilà. Okay, A. So. PA, PB. Okay. Du musst mal die Kondition. Andi, also. Muss man ein bisschen überlegen. Die Schwinde halten ob, als einfach zu bestimmen. Nicht vergessen, the while will meine Kondition lassen draufbleiben. Die Schwinde müssen etwas beizählen. Bei Anfang, wenn die Division nicht okay ist, müssen die nächste zu sichern. Ja, der Rest darf nicht 2 mal 0 sein. Voilà. Das, wenn den heute nicht stimmt, dann müssen weitergehen. Wenn den heute nicht stimmt, dann müssen auch weitergehen. Okay. Das sind auch der selbe, das sind oder, wie die nachher wollen. Okay, das ist genau die selbe, stimmt. Mhm. Philosophie. Das Rechnen noch 2 in einer. Das wird dividieren. Das geht dividieren wir nicht 12 durch das GCD, das ist umgedreht. Wir delen den LCM durch 12. Ja. Das ist das, was wir heute gemacht hatten. Wir hatten immer 12, den PPCM gedeelt durch 12. PPCM gedeelt durch 12. Ja, das ist aufpassen, das ist nicht dasselbe wie das ist nicht, das ist PA, PB, so getrennt. Wenn die verschiedene von 0 sind, oder LCM, PB, wenn die verschiedene von 0 ist, dann muss ich ein 12 rüber sichern. Dann zähle ich einen dabei und gucke, ob die da gut ist. Bis zum Schluss. Am Punkt. Fällt etwas? Ja. Im Prinzip nicht. Ja. Voilà, kompiliert. Warum? Aber okay, der Nufänger fängt das doch nicht an 3 Minuten. Ne? Nein. Aber es ist keine Illusion. Ne? Das tun wir schon nicht einfach. Ja. Was muss ich unbedingt da was dabei machen? Als haben die Samata 0? Nein. Samata 0, wir können kein negativ zu wählen. Das ist, wann den 0 ist, dann ist automatisch das Resultat 0. Ja, das ist das. Fall, also mir einfach wie beim GCD, beim PBGCD, beim PGCD, heißt immer 0, sobald ich von den 2 0 aus. Ja, das ist logisch, ja. Okay, aber probieren wir das aus. Probieren wir das aus. Ja, das ist eine Theorie, Praxis, ja. Wenn programmiert, muss doch funktionieren. Bei einem Objekt, wir wollen den LCM, 2 und 3, ja. 6. Okay, so weit, so gut. Mein E-Beispiel allein geht nicht durch, ja, man das nie. 5 und 7. Ja, da haben wir immer in den Produkt geht. Ja, das wird's, ja. Muss man etwas anderes noch sichern. Wo haben wir dann 10 und 7? Ja. Auch immer. Muss man etwas anderes tragen. Was können wir wählen? Das ist sogar nicht so einfach. Das ist nicht so einfach. Wenn wir 10 an 8, das ist ein bisschen einfach. Das wird 40. Ja, okay. Achso. Voilà. Da haben wir nicht die Frage. Probieren wir eigentlich mit 0. Da brauchen wir nicht so viel zu testen. Einen von denen zu beginnen. Voilà. Oh, die Mission bei 0. Ups. Ach, das ist ja wert. Was happened? Ja, da seht ihr noch, was könnt. Ich brauche die Rundel da vielleicht, ja. Ja, ja. Ja, ja, wir haben schon heute Max geholt, LCM, von den 0 aus. Ah, schon der Max. Ja, hat gesagt, wenn du da passt. Falscher Wert. Wann der Max min, passt in, wann die nicht da passt. Da haben wir noch nicht abgefahren. Nee, ja. Das ist der Minimum, wenn den 0 aus. Ja, la. Hat gesagt, dann passt in den Doktor, wir sind das ja gut. Wann der Max 0 aus? Wenn der Max 0 ist, dann sind die 2 Nullen. Du musst da dann oder dabei setzen, ne? Ne, im Punkt geht es. Wenn es ein 0 zu sind, dann ist es automatisch 0. Das ist, wenn ich 0 an 3, dann ist der Minimum 0, dann gehe ich auch 0 drin. Stimmt, das ist erstmal der Minimum geholfen, ja. Der Max heißt, dass die 2 müssen 0 sind, für den 0 zu gehen. Okay. Das ist nicht okay, uff, gut. So macht die, durch Tasten, da drum. Ja, ja, gut, Peter, das ist effektiv Fehler, hast du ja gemacht, ne? Ja. Geschickt, schick, schick. Dafür muss man an heuerst gut
Approche, um die anderen Werte zu testen. Mhm. Wir haben zwar nur mit der Null gespielt, aber das muss gerne testen. Programm, ja. Ganz genau. Aber was hatten wir? Warum? Noch ein bisschen den 10 und den 8, 40. Also können wir den 0 probieren. 0 und 4, geht 0. Voilà. Uff. Ja, 4, 0, 0, 0. Ja, okay. Das geht voilà. Raus, das auch. Ja, im Prinzip. Wir sind zwar laut. Ja, okay, macht mir noch jeden Programmcode heißen, offensichtlich. Also, das ist mir neun Frau, wenn ich irgendwie weiß, wer draus kommt. Okay, lassen wir mal so, dann tut dann aus dem PPCM-Algorithmus, den am Prinzip misst von gehen, wenn ich genug Zeit investiert, für zu sichern. Ja. Dafür hast du gesagt, dass die müssen irgendwie bekannt gehen, für den Examen, dass das obligatorisch sein, dass den die kennen. Entweder selber abstellen oder das Prinzip irgendwie verstehen. Ja, das wäre natürlich besser, wenn ihr selber auf den Algorithmus könnt. Ja, jo, ich sage, das konturiert dann die Lektion über den PPCM. Und so eine Schmerz, ich werde noch leichter dran.